Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu erstecken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Okay. Anscheinend ist er nicht mehr ganz so begeistert von uns. Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Okay. Also, anscheinend steht er nicht mehr ganz so auf unserer Seite, seitdem wir jetzt den Schwarzen haben. Gott. Ich hoffe mal, dass es gut geht. Und dass das hier nicht alles schon unterwandert ist. Ich hoffe so, dass das jetzt ganz gut geht und nicht, dass wenn der kleine Mann sich da drinnen zeigt, in Gefahr gerät. Denn wir müssen noch seine Leute retten. Seine Familie, die dort irgendwo gefangen schläft. So, lassen die uns durch? So ohne weiteres? Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Kura-Genossen, es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder. Sie sind ein Lügner! Khan, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache. Glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Ich kann jetzt gerade nicht hinterher? Doch, jetzt kann ich hinterher, okay. Der Kleine stolpert hoch. Hat ja keine Arme. Hat er keine Arme? Warum hat er Angst vor dem Kleinen, ist jetzt gerade die Frage. Und er dringt in die Gedanken ein von ihm. Stimmt, so kann er ihn vielleicht überzeugen davon, dass alles sich zum Guten wenden kann, da wir mit ihm kommunizieren können, auch über die Ferne. Okay, wo sind wir? Ein Metrotunnel der Roten, würde ich mal sagen, oder? Das ist irgendwo der Roten Armee-Fraktion. Ja, dem Russisch bin ich leider nicht so mächtig. War doch Russisch, oder? Ja, garantiert. Huch! Genosse Moskwin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder! Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen.
Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, sie müssen zuerst zuschlagen. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Bringt er jetzt seinen Bruder um? Was? Und nur weil das dieser andere, der Obermacker da gesagt hat, oder wie? Einstein. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Oh, da gibt's anscheinend noch mehr. Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Ja, hat Korbut wohl seinen Plan bekommen, den er wollte. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Bereut das jetzt etwa? Schade, die Tür haben wir nicht mehr geschafft. Wahrscheinlich haben wir zu lange gebraucht. Was war ich? Vorlaut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja. Ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende... Aber Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Seid verdammt! Rufen Sie die Truppen zurück! Haltet Sie sie weg! Hier können wir nichts mehr machen! Etwas Zeit, Beeilung! Zu schließen. Schneller! Was für zum Bahnsteig! Sind Sie! Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Mir nach! Okay, also wir haben dadurch, dass wir jetzt in seinem Kopf waren, anscheinend alle Visionen, die er hatte, zugegeben. Hat er alles? Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie D6 halten, beziehungsweise die Schwarzen befreien, die ja dann vermutlich an unserer Seite kämpfen werden, um das Virus zu bekämpfen. Alle Mann in dicke Uniformen. Selbst wir gehen in eine dicke Uniform anscheinend. Gut, wir sind ja eigentlich auch ein Ranger, wir gehören ja eigentlich auch dazu. Von daher... Okay, der Kleine kommt aber mit. Wir nehmen unseren kleinen schwarzen Freund auf jeden Fall mit nach D6. Der letzte Krieg. Oh nein, Anna bleibt zurück. Ich hoffe, wir sehen Anna wieder. Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Tja, gucken wir mal, ob alles wieder gut wird. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fort zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Ja, das hoffe ich allerdings auch, dass er uns vergeben kann. Für die Aktion, die wir im ersten Teil am Ende gemacht haben. Okay, wir haben kaum auf der Sniper kaum Munition mehr, das ist blöd. Vielleicht kann man ja hier nochmal shoppen gehen vorher.
Okay. Oder es gibt vielleicht ein bisschen Gratis-Munition. Ich meine, wir sind ja im Krieg. Dieses Mal keinen Mist erzählt. Die rote Linie rückt von drei Seiten vor. Meine Waffenbrüder, ich bin kein Mann der langen Reden, aber hört euch das an. Ihr seid die hingebungsvollsten, mutigsten Soldaten der Weglauf. Jeder von euch ist 5 Rote wert. Wenn ihr einfach die Arbeit macht, für die ihr ausgebildet wurdet, dann gewinnen wir diese Schlacht. Sparta! In die Schlacht! Sparta! Ich will eher Patronen. Waffen habe ich genug. Mir fehlt's eher, glaube ich, an den Patronen. Sprengkommando! Das reicht! Kommen Sie hier okay. Zurück! Ausrüstung prüfen! Schuhe gebunden? Reißverschlüsse zu! Ich glaube, ich bleibe so ein bisschen auf Kahns Ecke hier. Kahn hat mir schon öfter mal den Arsch gerettet. Halt die Frage, ob wir jetzt gegen eine ganze Armee hier die Stellung halten können. In der letzten Schlacht. Damit hätten wir rechnen können. Alter, was ist das für ein Gemetzel jetzt hier? Und sehen tut man da auch wieder gar nichts mehr da drüben. Okay, sie überrennen uns einfach. Das war so klar. Und wir stehen mitten am Feuer auf. Oh Gott. Das ist jetzt einfach nur eine Schlacht, ein Gemetzel. Ein Krieg um nichts. Alter, es sind ja unendlich viele, die wahrscheinlich jetzt hier kommen, oder? Haben wir echt von der Seite jetzt erstmal alle überlebt? Super, den haben sie erstmal. Ich meine, gegen die Panzer kann ich echt nicht viel machen. Den haben wir uns anscheinend noch nicht. Nein, die Muni will ich natürlich da nicht drin haben.
Ich habe auch keine Ahnung, worauf ich da schießen muss, damit der kaputt geht. Schießen tut's ja von da. Ich glaube, der Panzer ist jetzt tatsächlich endlich hin. Oder? Nee, immer noch nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich den Panzer eliminieren soll. Ja, das ist wahrscheinlich das Ende jetzt hier, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich gegen den Panzer ankommen soll, weil ich halt auch keinen ruhigen Schuss kriege. Das war's. Ich habe auch halt keine Waffen gegen den Panzer. Normalerweise bräuchte man da halt eine Panzerfaust, würde ich mal sagen. Aber gut. An der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende und wir sehen uns morgen wieder hier zurück zum Metro Last Light. Und dann lassen wir uns einfach mal was einfallen, wie wir einen Panzer mit ohne panzerbrechende Munition besiegen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Euer Kailan. Ciao.